Hallo liebe MOBA-Freunde, ja, schön euch wiederzusehen. Es ist soweit. Das nächste Anlagen-Update, wie angekündigt, steht schon bereit oder ist jetzt fertig soweit. Und ihr könnt den nächsten Teil der Verkabelungsarie bei uns in der Anlage sehen. Ja, im letzten Teil ging es ja darum, Weichenverkabelung analog zu machen und sowas alles. Da bin ich oft genug drauf eingegangen. In den Kommentaren habe ich es auch erklärt. Ich gehe nochmal ganz kurz drauf ein, weil wieder Kommentare dazu gekommen sind, beziehungsweise wir auch E-Mails bekommen haben. Wir wollen den Schattenbahnhof, weil es für uns eine relativ einfache Lösung ist, das habe ich auch im Schattenbahnhofsvideo ursprünglich mal erklärt, manuell schalten. Ich hatte die Schaltpulte noch mit Rückmeldung, das heißt, ich sehe, wie eine Weiche geschaltet ist. Ich habe da gute Erfahrungen mitgemacht und wir fahren halt nicht mit Belegmeldung oder Fahrstraßenschaltung in den Schattenbahnhof, sondern wir fahren halt über diese LED-Lämpchen rein und über die Kameras und können so individuell im Schattenbahnhof auch mehrere Zuggarnituren hintereinander stellen auf die Gleise. Ich habe hier ja 18 Schattenbahnhofsgleise a 2,20 Meter zur Verfügung plus 3 Abstellgleise für einzelne Loks und sowas. Aber wenn man in Blockabschnitten da fährt und sowas macht, ist es halt, ich finde es persönlich flexibler, wenn ich dann sage, okay, ich schaffe es mit der Kameraüberwachung dass ich ja, ein bisschen zwischenfahren kann und sowas alles. Und ja, aus der vergangenen Anlage habe ich da sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht und erspart viel Verkabelung, erspart viel an Technik. Und wir wollen es erstmal so machen, das heißt aber nicht, dass es immer so bleibt. Wenn wir irgendwann davon überzeugt sind, es doch zu digitalisieren, machen wir es auf jeden Fall. Und es ist alles jetzt schon so vorbereitet, dass eine Digitalisierung ohne großen Aufwand hier durchgeführt werden kann. Das ist ja das Wichtigste eigentlich. Genau, das nochmal als kleiner Ausschwenker zum Schattenbahnhof und zu den Kommentaren. Ja, und jetzt sind wir am nächsten Teil. So, und hier gehe ich auch ein bisschen drauf ein. Für meine Hater, die es hassen, wenn ich so lange rede, es tut mir leid, ich entschuldige mich jetzt schon im Vorwege. Nein, ich muss mich nicht entschuldigen, weil den stört, der kann vorspulen, das ist ja kein Problem. Bloß es kamen ein paar Fragen auf und da hieß es, Mensch, erklär doch bitte mal Ringleitung und Sternleitung beim Bahnstrom. So. Prinzipiell ist das relativ einfach und wie gesagt, an dieser Stelle möchte ich halt mal kurz drauf eingehen und erkläre euch mal, dass es gar nichts Schlimmes ist, eine Ringleitung zu bauen. Und gut, ich sollte vielleicht mal da anfangen, warum macht man sowas? So, das ist das Einfachste. Auf jeden Fall will ich euch einmal zeigen, dass es nichts Schlimmes ist. Wir gehen einmal kurz auf diese 2, 3 Punkte ein. Ich versuche mich auch so kurz wie möglich zu halten und dann werdet ihr schon wieder in Zeitrafferaufnahmen und Einzelaufnahmen sehen, was wir hier gemacht haben. Und Arne wird hoffentlich zur richtigen Stelle die richtigen Bilder auch einblenden. So, also das kriegen wir hin. Genau, also erstmal Bahnstrom, ist ja klar, B und 0. Das ist einfach, das sind die beiden Gleisanschlüsse oder der Anschluss quasi beim Dreileitersystem, wie natürlich für den Mittelleiter, sowie halt für die beiden Schienen, die 0 sind. Bahnstrom ist in der Mitte. So, und jetzt ist es halt so, dass beim Gleichstrom hat man im Endeffekt genau das Gleiche, also beim Zweileitersystem. Da hat man dann halt einfach natürlich den Plus und Minus auf den äußeren beiden Schienen jeweils abwechselnd. So, und ja, wenn man jetzt eine größere Anlage baut, dann sollte man eigentlich in regelmäßigen Abständen immer wieder Stromeinspeisestellen setzen. Die jeweiligen Systemhersteller geben da Empfehlungen. Am besten ist man damit, denke ich mal, wenn man alle 2 Meter eine Einspeisestelle macht. Was passiert, wenn man es nicht macht? Also, das, was ich jetzt selber als eigene Erfahrung gesammelt habe, war meine alte Anlage, die ziemlich identisch so groß war wie das, was ich hier gerade baue, ich sag mal, ja, vielleicht 2, 3 Meter in der einen Schenkellänge kürzer, hat tatsächlich funktioniert mit nur einer einzigen Einspeisestelle und das auch schon mit einem 10-gleisigen Schattenbahnhof und mindestens 5, 6, 7 Zuggarnituren auf der Platte sozusagen. Und was man gemerkt hat ist, umso weiter eine Lok von der ursprünglichen Stromeinspeisestelle entfernt ist, umso langsamer fährt sie. Das Licht wird nicht unbedingt dunkler. Früher, wo es noch keine LED-Beleuchtung gab, hat man richtig gesehen, dass die Waggons anfangen zu flackern, dunkler werden und so. Und um dem vorzubeugen, macht man eigentlich entweder eine Ring- oder eine Sternleitung. So. Und das ist halt relativ simpel. Man hat einfach immer diesen, ich sag mal, Plus- und Minusanschluss, das braune Kabel und das rote Kabel. Und an ja, gewissen Stellen, das muss nicht immer identisch alle 2 Meter sein oder 1,50 Meter, macht das so, wie es bei euch am besten passt, sollte man immer wieder eine Einspeisestelle haben, um dann immer wieder vom Trafo den direkten Strom aufs Gleis zu haben. Und man verteilt das quasi auf einer Strecke so. So. Und dafür braucht man eigentlich auch nicht viel. Ich habe jetzt zum Beispiel bei Meises Modellbahncenter einfach mal 2 Sachen bestellt, weil ich das in so einem Video von ihm gesehen habe. Und das ist einmal ein Doppellitzenkabel für Märklin 0,5 Quadrat. Das ist, ja,
ein etwas stärkeres Kabel wie das, was mitgeliefert wird bei einer Mobile Station, Central Station und sowas. Das reicht aus, um auf jeden Fall einzelne Bereiche auszustatten so, und zu verkabeln. So. Man sollte ja den Querschnitt nicht zu gering wählen, weil sonst hat man nachher eine höhere Temperatur, das Kabel wird warm und das führt natürlich dann irgendwann im schlimmsten Fall dazu, dass ein Kabelbrand entsteht, wobei hier bei 16, maximal 16, 17 Volt brauchen wir uns eigentlich jetzt nicht so viel Sorgen machen. Aber höherer Querschnitt bedeutet auch mehr Betriebssicherheit und deswegen sollte man da jetzt nicht sparen und vielleicht 2 Euro für so eine Rolle mehr ausgeben, damit man auch wirklich mit mindestens 0,5 Quadrat oder wenn noch besser sogar 0,75 Quadrat arbeitet. So, ich sag mal so, hier ist es ja nur ein bisschen Märklin-lastig hier bei mir und bei dem C-Gleis hat man auf der Unterseite halt 2 Anschlussstellen. Da gibt es auch genug Erklärvideos zu, da will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Wenn ich jetzt aber eine ordentliche eine Schaltung machen möchte, dann habe ich halt 2 Möglichkeiten. Entweder ich habe eine Anlage und gehe von jedem einzelnen Punkt irgendwie an einen zentralen Punkt zusammen und speise von diesem Punkt diese ganzen Stellen ein. Das nennt man eigentlich nur so eine Sterneinspeisung. Oder ich lege unter der ganzen Trasse die ganze Zeit parallel dieses Doppellitzenkabel mit und zwack einfach alle 2 Meter einmal ab, setze eine Klemme zwischen und gehe in die Stromeinspeisung, an die Gleiseinspeisung und habe dann automatisch in der Reihenfolge immer wieder alle am besten 2 Meter einen Stromeinspeisepunkt. Das nennt man eigentlich Ringleitung. So. Mehr gibt es dazu eigentlich auch gar nicht zu erklären. So, um das einmal euch zu zeigen, beziehungsweise sinnbildlich zu zeigen, zeige ich euch das einmal an meiner Anlage jetzt, wo ich dabei beigehe. Ich hätte auch nie gedacht, dass das so ein Thema ist, weil ich dachte, das sind so sämtliche Sachen, die schon gut erklärt worden sind, auch von anderen YouTubern. Und dann könnt ihr einmal mich begleiten jetzt, wie ich das durchführe und wie ich das verarbeite. Also wie gesagt, ist beides egal, was ihr macht, ob Stern oder Ringleitung. Ich sag mal so, Sternleitung hat eventuell einen Vorteil. Ich gehe mit einer Haupteinspeiseleitung bis zu einer Klemme, da gehe ich gleich drauf ein. Und von da aus verteile ich den Strom in gleichmäßigen Abschnitten. Das heißt, ich habe vielleicht eine kontinuierlichere Spannung auf den ganzen Gleisabschnitten. Bei einer Ringleitung, je nachdem wie lang die natürlich ist, habe ich das Problem natürlich, dass auch irgendwann da mal der Strom zu Ende ist. Also Strom ist quasi wie Wasser. Wenn da nichts mehr kommt, dann plätschert es nur noch so aus dem Wasserhahn. Und so muss man sich das einfach sinnbildlich vorstellen. Aber ich sag mal so, im MOBA-Sektor sollte das eigentlich nie ein Problem sein, weil man würde ja meistens auf ein größeres Netzteil gehen, einen größeren Transformator, so wie in dem Fall, ich habe hier alles mit 60 VA bearbeitet und habe hier teilweise 12 Züge gleichzeitig fahren gehabt, ohne Probleme und trotz Wagen-Innenraumbeleuchtung und so, aber alles in LED dazu, muss ich schon sagen. Jetzt durch die neue Central Station 3 habe ich ein 100 VA Netzteil und eigentlich funktioniert. Also ich habe das selber hier nicht gemerkt, dass irgendwo an irgendeiner Stelle das irgendwo weniger wird. Trotzdem zurzeit noch einer einzigen Einspeisestelle. Das funktioniert also. So, und jetzt gibt es noch eine Sache zu sagen für euch. Wichtig ist natürlich ab einer gewissen Anlagengröße, dass man Stromkreise trennt. So, das heißt, ich habe, sag ich mal, so wie bei mir hier den Schattenbahnhof, von der Einfahrt in Schattenbahnhof bis zur Ausfahrt. Diese Gleise isoliere ich ab, sodass der Strom da zu Ende ist. So. Und ich werde zwar erstmal die Anlage in verschiedenen Stromkreisen aufbauen, da gehe ich nochmal genau drauf ein gleich, aber die können erstmal über ein Trafo oder ein Netzteil, besser gesagt, können die versorgt werden, das ist kein Problem. Wichtig ist nur für euch im Bau, dass ihr solche Stromtrennstellen einplant, weil wenn es dann doch zu eng wird und ein Netzteil nicht mehr reicht, kann ich einen Booster oder einen zweiten Trafo zwischenschalten, je nach welchem System ihr arbeitet oder welches System ihr verwendet. Und dafür muss ich diese Trennstellen haben. Und ganz schlau ist das natürlich, wenn man jetzt das baut, schon mal jetzt zu sagen, okay, Schattenbahnhof ist ein Bereich, die Kabel führe ich alle zentral zum Trafo und dann ist, sag ich mal, eben Bahnhofsbereich ist der zweite Bereich und Fahrstrecken, Hauptstrecke ist ein dritter Bereich. Und diese Kabel ziehe ich dann aus meiner Stern- oder Ringleitung direkt nochmal zu meinem Trafo und mache mir da so ein kleines Verteilungsbrett quasi und stecke die erstmal alle zusammen. Und wenn ich dann sage, okay, es passt nicht mehr, kann ich die einfach aus der Klemme rausnehmen und einfach auf ein anderes Netzteil raufsetzen. Und schon habe ich die Trennung. Weil wenn ihr 2 Trafos auf die gleiche Leitung legt, dann haben wir natürlich einen Kurzschluss beziehungsweise Spannungsprobleme und alles mögliche. Und im schlimmsten Fall brennen euch die Loks durch. Das wollen wir natürlich verhindern. So.
Und ich wollte es halt hier, wie gesagt, einmal ordentlich machen. Und deswegen werde ich hier einen Teil aus Sternleitung, was den Schattenbahnhof betrifft, angeht, ja, so bauen. Und vermutlich die vier Strecken, die hier auf der Anlage nachher stattfinden, oder Streckenbereiche, jeweils einzeln auch vorbereiten. Das ist dann halt ein bisschen mehr Kabel, was man braucht, aber hinterher ist man flexibler, weil man weiß ja noch nicht, was in Zukunft passiert, was die Loks nachher für Stromaufnahmen haben. Eigentlich sollte es ja weniger werden, aber wer weiß, ne? Und wenn man mit Doppeltraktion fährt und mehreren langen Güterzügen und so, dann kann das natürlich schon sein, wenn eine höhere Stromaufnahme da ist, dass es zu Problemen kommt, und dem will ich vorbeugen. Und deswegen macht man es eigentlich so, ja. Genau. Was haben wir für Material dafür? Also wie gesagt, Doppellitzenkabel habe ich schon erklärt, ein paar Kabelbinder. Ich habe mir bei Amazon einfach Stromsammelschienen bestellt oder Verteilerschienen. Die sind relativ cool, weil da gibt es so ein Teil gleich mit zu. Und die kann man hier mit reinsetzen, anschrauben, und habe ich gleich eine Verteilung auf alle Anschlüsse. Und dann kann ich hier überall meine ganzen Plus-Anschlüsse raufsetzen. Und auf dem zweiten, da gibt es auch verschiedene Farben von diesen Brücken, setze ich dann mal Minus- oder Plus-Anschluss rauf. So, und kann dann schön verteilen. Und das wird bei meinem Trabo in der Nähe des Trabos angebaut. Und wenn jetzt vom Schattenbahnhof die Leitung kommt, dann geht sie hier rauf. Von der anderen Trasse kommt sie auch hier rauf. Und dann habe ich erstmal überall alles verteilt. Und vom Trabo aus auch in jede Richtung die gleiche Spannung raus quasi. Und nicht so lange Wegstrecken vor allen Dingen. Und wenn ich das trennen muss, ziehe ich die einfach hier raus. Und dann kommen die einfach aufs nächste Netzteil. Und schon, oder Booster, oder wie man es nennt. Und dann ist das erledigt. Und die Dinger sind relativ günstig tatsächlich sogar. Man kann auch mit Nüsterklemmen arbeiten und so, aber das ist meistens nicht so schön. Hier hat man eine schönere Kabelquetschung, oder die halten besser. Hat noch sogar eine Abdeckung hier mit bei. Und diese, wie nennt man sie? Runtergefallen. Diese Verteiler sind da gleich mit bei. Dann braucht man hier nicht 25 Kabel fertig machen, die man hier einfach immer einzeln rüberbrücken muss, was einfach nervig ist. Das ist schon ziemlich cool. Das als erstes. Ihr könnt aber auch zum Beispiel, ich habe es halt bei Meise gesehen, ich habe mir da auch ein paar Tutorials angeguckt, Stromverteiler, hat er sie genannt, genau, bestellen. Das ist eine Eigenkreation von Meise, Meises Modellbahncenter, soweit ich das richtig gehört habe. Also an dieser Stelle nochmal unbezahlte Werbung. Ich finde es aber einfach cool, weil ich habe hier die Möglichkeit, sieht man A und B, zwei einzelne Stromkreise raufzuschalten. Also einmal Plus und einmal Minus sozusagen. Also Bahnstrom und Erdung. Und dann kann ich auf der einen Seite immer die ganzen roten Kabel anschließen und auf der anderen Seite die braunen Kabel. Und ich könnte sogar, wenn ich da dann nicht mit auskomme, könnte ich dann sogar noch sozusagen die überbrücken. Und dann kann ich hier nochmal die Kabel setzen. So rum wäre es richtig. Nochmal A zu A, B zu B, und kann das fortführen. Und diese kann ich dann natürlich auch trennen und als einzelne Einspeisung nehmen, also oder so eine Brücke sehen als einzelne Stromkreis. So, dass man dann sagt, das alles, was hier drauf ist, ist ein Booster, alles, was auf dem anderen drauf ist, ist ein Travo oder so zum Beispiel, eine andere Travo, und dann ist man da gut davor. Ich habe mir überlegt, die werde ich in den Strecken verbauen, weil das relativ cool ist, weil ich mehr als 4, 5 Stromanschlüsse habe, das ist ganz angenehm. Und das andere, die massiveren, die kommen dahin, wo der Travo ist, weil die einfach auch günstiger sind, ne? Wobei das jetzt auch nicht so teuer ist, ist aber ein cooles Nice-to-have. Ja, und sonst kann man auch, wenn man nur zwischendurch in der Strecke drin ist, mit Vago-Klemmen arbeiten. So, ich habe hier jetzt Vago 221, heißt die, kann man googeln. Das sind so, ja, Kabelklemmen, die man hoch, die kennen die meisten von euch wahrscheinlich auch. Aber für die Neuansteiger sind oder jetzt meine Videos gucken und das gerne wissen möchten und ja auch die Fragen gestellt haben, nur zur Erklärung. Hier kann ich einfach mit Litzenkabeln reingehen und mach die zu und dann hält er ihn. Ich muss nicht löten, ich muss nichts vorbereiten, einfach nur abisolieren, reinstecken, zuklemmen. Und da kann ich auch, also ich habe jetzt selber Vagos bis 5 und alles, was da drauf ist, geht auf eine Vago-Klemme rauf, und sonst verwende ich halt die, wenn es mehr ist, oder halt auch die Sammelschienen halt, wie gesagt, ne? Ja, genau. Diese Vagos, jetzt ist sie weg. Mistake. Ja, diese Vagos sind richtig cool. Die sind nicht ganz so günstig, aber 25 mal besser als eine Lüsterklemme. Warum? Hier ist ein Spannmechanismus drin, der automatisch immer nachdrückt. Und egal wie die Temperatur der Kabel sich verändert, die werden nicht locker. Die halten halt ewig und halten fest. Bei Lüsterklemmen ist das Problem, wenn ich die festschraube, durch die Temperaturunterschiede, über die Betriebsjahre und sowas, werden die locker und dann habe ich Kontaktschwierigkeiten und habe irgendwelche Ausfälle in der Anlage, die gar nicht geplant sind. Und deswegen bitte keine Lüsterklemmen, arbeitet mit Vagos. Das ist das Geld wirklich wert und ihr spart euch ganz, ganz viel Ärger. So, und an dieser Stelle soll es auch gewesen sein. Also, wenn ihr noch dazu Fragen habt, noch etwas genauer wissen möchtet, dann könnt ihr uns das gerne in die Kommentare schreiben, dann beantworte ich das alles. Oder ihr schreibt auch einfach eine E-Mail, ruft an, das ist auch kein Thema.
Ansonsten würde ich sagen, zeige ich euch jetzt, was ich mache. Und dann sind wir schon wieder quasi am Ende des Videos angekommen. Und wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder. Alles klar, wir sehen uns. Bis dann. Was ich eben noch vergessen habe, ist, ich habe jetzt hier einen Stanley, das sind Kabeltacker. Die sind richtig cool, weil ich habe zwar überall Kabelkanäle angebaut, aber mal für irgendwo ein einzelnes Kabel, was irgendwo lang läuft, so wie hinten gerade ein Bahn, also ein Gleisanschlusskabel, sind die natürlich genial. Ne? Man hält das einfach ran, kann das ranschießen, checkt das Kabel durch wieder vorher und damit hat man eine richtig coole, saubere Kabelverlegung. Kann ich nur empfehlen. So ein Teil kostet, glaube ich, 20 Euro oder 25, aber das ist es allemal auf jeden Fall wert und man kriegt eine saubere Verkabelung damit hin. Ne? Das wollte ich nochmal loswerden. Ja, was ich natürlich in der Anmoderation vorhin vergessen habe oder in der Erklärteil, Märklin hat ja selber zum Beispiel, wenn man jetzt Märklin C-Gleis fährt oder auch beim K-Gleis, ist glaube ich auch so, bin mir gar nicht so sicher, hat man ganz normal diese Kabel, die auch mitgeliefert werden. Und es gibt auch sowas zum Kaufen, wenn man jetzt selber keine Lust hat, da sich Kabelschuhe rauf zu quetschen und dann oder direkt die Kabel ans Gleis zu löten. Das gibt von Märklin, das heißt Zweitanschluss war das, genau, Zweitanschluss. Und dann hat man, oder Zusatzanschluss oder Zweitanschluss. Und die kann man kaufen und da blenden wir nochmal was ein, ich habe da extra einen Artikel nochmal zu. Und dann kann man die einfach anklemmen, da sind immer zweimal die Dinger angeklemmt, kann man, das ist ein Kabel, glaube ich, von 2 Metern, kann man damit durchtrennen, hat man immer schon mal einen ganzen Meter, wo man, sag ich mal, aus der Anlage runter ist, unter der Anlage, um da dann die Kabelverbindung herzustellen. Ne? Also das ist nochmal so ein Hinweis nochmal. Ja, aber das wollte ich jetzt hier im Video nicht weiter zeigen, weil wie man das ranklemmt, das ist in jeder Bedienungsanleitung drin und das soll hier auch nicht wieder völlig ausarten. In der letzten Ecke vom Schattenbahnhof, ne, wenn man ihn schön sehen kann. Wir haben das ja alles so ein bisschen als, ja, wie nennt man diese Gleisform eigentlich, ne? Ja, so angelegt, dass man auf jeden Fall alle Gleise gleich lang hat. Und ja, ich habe auf jeder, man kann es ja immer, weil ich ja eben sagte, man muss, sollte möglichst alle 2 Meter einen Stromeinspeisepunkt haben. Ich habe das halt so gemacht, ich habe einfach einen Anspeisepunkt hier vorne pro Ebene gesetzt, vor und hinterm Gleiswendel und so bin ich auf meine 2 Meter, weil im Schattenbahnhof selber, wenn da mal ein bisschen weniger Strom ankommen sollte, habe ich mir überlegt, da will ich jetzt nicht noch in die Platte selber überall auch noch Stromanschlüsse setzen, deswegen direkt immer vor, hinterm Schattenbahnhof und dann der nächste ist dann halt immer vor dem Gleiswendel jeweils nochmal, sodass wir überall wirklich Strom reinkriegen. Und durch diese unterschiedlichen Ebenen, dass wir überall auf jeder Ebene einmal einen Stromanschluss reinsetzen, haben wir auch gleichmäßige Bestromung im Gleiswendel selber sozusagen. So, und das ist jetzt zum Beispiel ein so ein Sternpunkt, was ich vorhin angesprochen habe. Wir kommen hier mit einer Plus-Minus-Leitung, sage ich jetzt mal Bahnstrom und Masse, kommen wir hier an und verteilen von hier aus in beide Richtungen. Und jetzt sind wir ja theoretisch nicht im Ring unter jedem Gleis, sondern wir gehen einfach an einzelne Sternpunkte und vergeben den Strom quasi so auf die Anlage, auf die Gleise. Und das nennt man jetzt zum Beispiel, das ist so ein Sternverteiler. So ist es nach meiner Begriffserklärung zumindest richtig. Und ja, das nur einmal für euch nochmal zur Visualisierung, dass ihr seht, ich gehe an unterschiedliche Punkte.